Yo, Freunde, was geht ab? Heute wird möglicherweise ein neues Format auf meinem Kanal beginnen, je nachdem, wie gut das bei euch ankommen wird. Und zwar habe ich mir überlegt, ändern wir das Format Wie stabil ist etwas ab und machen aus Wie stabil ist einfach Wie viele Waffen überlebt. Für den ersten Teil des Formats habe ich mir überlegt, testen wir, wie viele Waffen dieser günstige Tresor überlebt. Ich habe da ja bereits mit dem Revolver draufgeschossen. Der konnte so gut wie gar keinen Schaden anrichten. Hier nur die Pin-Eingabe konnten wir zerstören. Ansonsten hat das Geschoss hier nur einen Fleck hinterlassen. Liegt aber auch daran, dass die Geschosse wirklich sehr, sehr weich von dem Revolver waren. Jedenfalls habe ich hier verschiedenste Waffen mitgebracht. Und wir werden einfach nach der Reihe testen, welchen Schaden die am Tresor anrichten und vor allem auch, wie viele Waffen der Tresor halt überlebt. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, den Tresor heute zu zerstören. Als allererstes versuchen wir es mal mit dieser Luftpumpgun. Erstmal Schutzbrille anziehen. Die habe ich ja neulich erst vorgestellt. Ja, 1,5 Joule Leistung ungefähr, aber verschießt Metallkugeln, keine Bleigeschosse. Die sind etwas härter. Ich bin gespannt, was für einen Schaden die anrichten werden. Ich spanne das Ding. Übrigens, falls ihr wollt, dass das Format fortgesetzt wird, lasst einen Daumen hoch da. Dann weiß ich Bescheid. Let's go! Erster Schuss für heute. Distanz 2 Meter. Ich schieße so seitlich drauf, denn das Geschoss wird garantiert abprallen. 3, 2, 1. Ups, hab verkackt, Slow-Motion-Taste zu drücken. Das heißt, wir schießen einfach nochmal kurz drauf. Ist ja kein Akt, ne? 3, 2, 1. Bam! Schaut euch das an. Das hier war der erste Schuss, darunter der zweite. Ja, wir konnten so gut wie gar keinen Schaden anrichten. Lack ist ein bisschen abgeplatzt. Also, es sieht einfach genauso aus wie hier oben. Bloß in klein. Mein Fazit zu der 1,5 Joule Flinte mit Metallkugeln, das ist zwecklos. Wir steigern uns langsam. Als nächstes habe ich hier die HW45 7,5 Joule Luftpistole. Ich nehme hier noch die besten Geschosse, die ich auftreiben konnte. Die sind hier nämlich vergoldet und das sorgt für mehr Durchschlagskraft. Ich denke mal, durchballern wird das auf gar keinen Fall. Nichtsdestotrotz interessiert mich, was für einen Schaden dieses Geschoss anrichten wird. Ich stecke es rein, Luftpistole wieder verschließen und let's go. Auf die Plätze, fertig. Oha, ey, also genau das meinte ich mit Vergleich. Also hier, das war die kleine Metallkugel und das hier ist schon das 4,5 mm Geschoss. Also, wenn ich da jetzt mit dem Finger so drüber gehe, finde ich, konnten wir da schon mehr Schaden anrichten als das 9 mm Geschoss. Also das hier ist ja komplett glatt, aber hier ist es schon echt ein bisschen eingedellt und angeraut. Bevor wir gleich mit der nächsten, in Anführungszeichen, Waffe weitermachen, und zwar diesen heftigen Laser hier, möchte ich euch den Sponsor des heutigen Videos vorstellen, Manscaped. Manscaped ist eine international vertretene Marke, die mit ihren Produkten die Männerpflege revolutioniert. Das Performance Package 4.0 von Manscaped ist ein Kit, in dem alles enthalten ist, was man braucht, um sich eine effiziente Pflegeroutine zu schaffen. In dem Kit enthalten ist der Lawnmower 4.0. Der Trimmer verfügt über eine innovative Keramikklinge, die dazu beiträgt, Verletzungen zu vermeiden. Ausgelegt für den Einsatz unter den Achseln, auf der Brust, am Rücken und deinen Kronjuwelen. Durch das helle LED-Spotlight übersieht man nichts. Was ich auch noch ziemlich geil finde, ist, der Trimmer ist wasserdicht, sodass man den auch unter der Dusche verwenden kann. Laufzeit beträgt bis zu 90 Minuten und man hat hier eine dreistufige LED-Anzeige, sodass man früh genug weiß, wann der Saft leer ist. Dann ist noch ein Performance Package 4.0, der Weed Wacker 2.0 enthalten, der Ohren- und Nasenhaartrimmer. Der verfügt über einen leistungsstarken Motor mit bis zu 7000 Umdrehungen die Minute. Und dank der patentierten SkinSafe Technology vermeidest du unangenehmes Ziepen und unangenehme Verletzungen beim Trimmen. Das ist aber noch nicht alles. Im Kit enthalten sind noch zwei weitere Must-Haves. Einmal haben wir hier die Crop Preserver Intim Deo Lotion und das Crop Reviver Intim Toner Spray. Die Intim Deo Lotion schützt dich den ganzen Tag vor unangenehmen Gerüchen und das Spray bringt dir zwischendurch eine angenehme Erfrischung. Das ist aber immer noch nicht alles, denn im Performance Package 4.0 sind noch zwei Geschenke mit dabei. Einmal eine reibungsmindernde Boxershort und dann auch der Vachette Kulturbeutel. Damit sind deine Produkte und deine Kronjuwelen sicher verpackt. Dank der 30 Tagen Geld-Zurück-Garantie kannst du dir selbst ein Bild vom Performance Package machen. Gehe dazu einfach auf manscaped.com oder klick unten den Link in der Beschreibung. Mit dem Code Johnny bekommst du noch zusätzlich 20% Rabatt und kostenlosen Versand. Und außerdem werden es dir deine Kronjuwelen danken.
Der Laser hier, ich weiß nicht, ob ihr meine alten Videos gesehen habt. Ich habe damit schon mal ein paar Experimente gemacht. Der ist wirklich sehr, sehr stark und eigentlich ist das keine Waffe. Aber ich finde, man kann das als Waffe benutzen, indem man einfach jemanden blendet oder sowas. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen und die Sonne scheint heute wirklich sehr, sehr stark. Nichtsdestotrotz, ich mache den jetzt mal an und schaut euch das an. Ihr könnt den Punkt problemlos erkennen. Das Ding ist wirklich sehr, sehr stark. Wenn man damit jetzt beispielsweise hier auf Holz leuchtet, dann könnt ihr gleich sehen, was passieren wird. Also ich denke mal, das Ding wird gleich anfangen schwarz zu werden und irgendwann dann auch natürlich anfangen zu brennen. Nochmal aus nächster Nähe hier. Ja, das sieht so aus, als wenn es ganz schön heiß geworden ist. Ich bin gespannt, was der für einen Schaden am Tresor anrichten wird. Ich lege den einfach so hier rein, mache den an und dann warten wir einfach mal ab. Let's go! 2 Minuten sind vergangen und konnte der Laser da irgendwas anrichten? Es sieht mir nicht danach aus. Genug mit dem Laser rumgespielt, machen wir weiter mit der nächsten Waffe, der Pistolenarmbrust. Ich nehme einen ganz normalen Bolzen und bin gespannt, was das Ganze für einen Schaden am Tresor anrichten wird. In dieser Armbrust ist ja vorne auch ein Laser verbaut, aber ja, den kann ich vergessen, weil wenn ich mit dem jetzt da vorne drauf ziele, bei der Sonne, ja, da sieht man absolut gar nichts. Okay, wir entsichern und 3, 2, 1. Nicht übel. Hier, das war die Luftpistole und das hier jetzt war der Bolzen. Also wenn ich jetzt drüber fühle, konnten wir etwas mehr Schaden anrichten als hier dieses 4,5mm Geschoss. Geil. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Waffe. Ich habe hier noch einiges mit dabei. Erstmal nehmen wir uns hier mal einen Wurfstern. Ich bin mal gespannt, was da passieren wird. Und ich bin auch gespannt, wie viele Würfe ich brauchen werde, um zu treffen. Ich würde sagen, ich nehme den hier. Der hat 8 Zacken, der hat auch ordentlich Gewicht. Ich glaube, der wird den größten Schaden anrichten. Ich gebe einfach mal mein Bestes. Mal gucken, ob es ausreichen wird. Oh, das war schon knapp. Oh, schaut euch das an, wie der hier feststeckt in diesem Holz. Alter, das ist nicht zu unterschätzen. 2. Versuch. Oh, so fest drin. Aber jetzt, alle guten Dinge sind 3. Nein! Mein Arm tut schon weh, ey. Das war ganz leicht gestriffen. Ich komme langsam immer näher ans Ziel. Wow, also von der Wucht her war das bisher das Heftigste. Es hat den Tresor ordentlich verschoben. Ansonsten, ich glaube, 2 Zacken haben den hier erwischt. Einmal unten, einmal oben. Und ja, also das hier, das geht schon voll klar. Ich meine, da haben wir ein richtiges Loch reingemacht. Hätte ich nicht gedacht. Also bisher hat der Wurfstern den größten Schaden angerichtet. Sehr interessant. Wir sind noch lange nicht fertig. Als nächstes habe ich hier eine kleine Hiebwaffe. Ist ein kleiner Metallschlagstock. Ich verpasse dem einfach mal eine damit. Hiebwaffen finde ich auch ziemlich interessant. Denn ich glaube, damit haben wir sogar sehr große Chancen, den Tresor aufzuprügeln. Also komm, ein schöner Schlag so von der Seite. Mal sehen, was passieren wird. Und mal sehen, ob es meine Hand wehtun wird. 3, 2, 1. Oh. Ich glaube, ich habe nicht richtig getroffen. Das schreit nach noch einem Schlag. Ich will so voll auf die Tür. Oh. Nee, absolut gar nichts. Also ich bin mir sicher, das würde ganz schön wehtun, wenn man davon getroffen wird. Aber den Tresor juckt das null. Schlagen wir mal kurz hier aufs Auto damit. Da können wir schon größeren Schaden anrichten. Ich zeige es euch nochmal hier. Oh yeah, also damit schlägt man schon ordentliche Dellen ins Auto. Ich glaube, im Grunde genommen richtet so ein Schlagstock schon ordentlichen Schaden an, aber halt nicht an dem Tresor. Ich habe hier auch noch einen größeren Schlagstock mit dabei, aber bevor wir dem Tresor damit eine verpassen, nehmen wir hier erstmal diese Shotgun. Als Munition verwende ich hier die Stahlkugel. Wir müssen die Shotgun jetzt erstmal aktivieren. Dazu einfach da hinten draufhauen. CO2-Kapseln sind dadurch geöffnet und schon können wir ballern. Auf die Plätze, fertig. Oh.
Oh yeah. Bevor wir uns gleich den Schaden anschauen, ich gebe noch mal ein paar Schuss ab. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Oh. Oh wow, die Stahlkugel wurde auf jeden Fall deformiert, heftig. Und der Schaden, den wir am Tresor angerichtet haben, ist auf jeden Fall für den heutigen Tag ein neuer Rekord. Also ich habe so das Gefühl, wir haben dem ganz leichte Dellen verpasst, nichts Weltbewegendes. Aber dass das Geschoss so aussehen wird, ey, hätte niemals gedacht. Jetzt ist die nächstgrößere Armbrust dran. Puh, ich bin mal gespannt, ob die Stahlkugeln toppen kann. 3, 2, 1... Oh! Das gibt's ja nicht. Der das einfach überlebt, ist nicht kaputt gegangen. Das sind Qualitätsbolzen. Ich kann es nicht glauben, Freunde. Ihr habt es schon in der Slow-Motion-Aufnahme gesehen. Da unten habe ich den Tresor erwischt und ey, der ist aufgerissen. Der ist tatsächlich aufgerissen. Ich muss noch einen Schuss abgeben, mehr in die Mitte. Kann ja nur noch besser werden hier. Unglaublich, der Bolzen, ja, die Spitze wurde leicht beschädigt, aber ansonsten lebt das Ding noch. Und vom Schaden her, ich kann euch nicht ganz genau sagen, ob das hier der Treffer war oder das hier oder da oben. Auf jeden Fall konnte es den Tresor nicht durchdringen und auch keinen nennenswerten Schaden anrichten. Eine Sache möchte ich noch testen, wenn ich hier schon mit der Armbrust draußen bin. Und zwar habe ich hier den Block Ballistic Gel mitgebracht und ich möchte da jetzt mal drauf schießen. Das Ganze vergleichen mit dem Revolver. Also mit dem Kaliber 38 Revolver konnten wir ungefähr bis zur Hälfte reinschießen. Und ich bin mal gespannt, was jetzt die Armbrust machen wird. Die Pistolenarmbrust hat so ein Viertel geschafft, würde ich sagen. Bisschen mehr als ein Viertel. Die hier hat ein bisschen mehr Power. Ja, ich lasse mich einfach überraschen. Ein Schuss aus nächster Nähe. Ich bin gespannt aufs Ergebnis. 3, 2, 1. Oh. Wow, also wir haben hier auch fast die Hälfte erreicht. Ein bisschen hat noch gefehlt. Und man muss dazu sagen, es wurde keine Jagdspitze verwendet. Also da würde noch was gehen. Ansonsten, ey, das ist nicht übel. Das ist vergleichbar mit dem Kaliber 38 S&W Revolver. Ich finde, so Armbrüste, die werden unterschätzt. Gucken wir mal, ob ich ihn rausziehen kann. Oh ja, das geht. Den können wir auf jeden Fall nochmal verwenden in Zukunft. Meine stärkste Armbrust habe ich hier auch mit dabei. Ich würde sagen, damit baller ich auch ganz kurz auf den Block Ballistic Gel. Bietet sich sehr gut an, wenn er schon mal draußen liegt. Dieses Mal habe ich die Spannhilfe nicht vergessen. Oh. Ey, ohne Spannhilfe kann man das sowas von vergessen zu spannen. Machen wir noch den Pfeil rein. Und jetzt wird es spannend. Hier auch Schuss aus nächster Nähe. Was? Nächster Nähe. Let's go. Oh. Wow, das war ein glatter Durchschuss, damit habe ich nicht gerechnet, aber in der Slow-Motion-Aufnahme hat man es ganz gut gesehen. Ich habe reingeschossen und dann ist der Pfeil, also ich weiß nicht, ob ich so blöd angehalten habe, aber auf jeden Fall ist der Pfeil nach unten gegangen und vielleicht hat er dann leichtes Spiel gehabt, um komplett durchzugehen oder vielleicht ging er auch nicht durch, sondern hat sich so unter dem Block durchgemogelt. Das bedeutet, wir müssen das auf jeden Fall nochmal wiederholen. So sollte das möglichst gerade sein. Naja, ich balle einfach mal drauf los. Oh. Ach du Heilige, schaut euch das an, ey. Der Pfeil hat's komplett durchgeschafft und oh Mann, ey, mein Deckel wurde hier ein bisschen zerstört. Ansonsten das Austrittsloch, ja, das ist nicht übel. Eintrittsloch ist auch nicht übel. Oh. Diese Armbrust hat eine so unfassbare Power und das ohne Jagdspitze. Es gibt ja noch krassere Spitzen. Unglaublich. Komm, zieh mir den Pfeil raus. Oh. Na komm, wenn ich die Armbrust schon einmal in der Hand habe, dann können wir auch gleich auf den Tresor damit schießen. Oh. Boah. Wie der Pfeil jetzt aussieht, der wurde richtig zerberstet und, ey, das ist so witzig, wir haben hier genau das Schloss getroffen, ne? Hier hängt auch noch ein bisschen Pfeil dran.
Alter, ich glaube, wir müssen nochmal hier drauf schießen. Wir konnten die Tür... Alter, ist offen. Ich sag's euch, es war vorher nicht offen. Das gibt's doch gar nicht. Wir konnten das Ding öffnen. Und es ist auch ganz schön eingedellt, wie ihr hier sehen könnt. Könnt ihr das sehen? Ja, bestimmt könnt ihr das sehen. Also, wow, wow, wow. Komm, ich drehe den nochmal um. Und dann schieße ich nochmal auf die Rückseite. Zweiter Schuss in 3, 2, 1. Wow. Ach du Heilige. Das gibt's ja gar nicht. Können wir den jetzt öffnen? Ach nee, jetzt können wir den wieder gar nicht mehr öffnen. Verdammt. Ich glaube, die Rückseite, die ist auch nicht so stabil wie die Vorderseite. Boah, das war auf jeden Fall ein Durchschuss. Und das Ding, ich sag's euch, das ist verzogen wieder. Einfach nur krank. Was darf bei so einem Experiment auf gar keinen Fall fehlen? Das 45 Joule Luftgewehr. Tresor steht mit der Rückwand zu mir. Ich bin gespannt, was passieren wird. 3, 2, 1. Oh, fast haben wir hier den Pfeil erwischt. Das ist ja witzig. Ansonsten, boah, kein Durchschuss, aber schon eine sehr, sehr heftige Delle. Wisst ihr, was ich jetzt noch mache? Ich nehme hier den großen Schlagstock und verpasse dem Tresor ein paar Hiebe. Mal gucken, wie lange er standhalten wird. Ich glaube, nicht allzu lange. Schön auf die Tür! Okay, ich hätte gedacht, das wird mehr Schaden anrichten, also so ein etwas größerer Schlagstock ist da auch nicht die richtige Wahl. Was konnten wir feststellen? Die Armbrust hat definitiv den heftigsten Schaden angerichtet. Die konnte der Tresor nicht überleben, also jedenfalls nicht von hinten überleben. Von vorne scheint er ein bisschen stabiler zu sein. Wenn ihr noch einen weiteren Teil sehen wollt, Freunde, lasst einen Daumen hoch da. Und ansonsten überzeugt euch selbst vom Manscaped Performance Package 4.0. Links unten in der Beschreibung. Hier könnt ihr es zwei allerdings ansehen. Wir sehen uns. Peace.